Steht auf! Ihr schlaft und inzwischen waren Diebe da. Fehlt denn etwas? Ich weiß nicht, aber der Koffer ist offen. Sie dürfen eben nächstens nicht so lange fortbleiben. Wir haben Hunger gehabt. Haben gedacht, dass Sie in Ihrem Koffer etwas zum Essen haben konnten und haben das Schloss so lange gekitzelt, bis es sich aufgemacht hat. So. Wenn Sie noch essen wollen, dann beeilen Sie sich. Der scheint Launen zu haben. Ich habe keine Launen, aber ich werde im Hotel übernachten und gehe nicht nach Butterford. Essen Sie rasch auf, ich muss den Korb zurückgeben. Siehst du, Robinson, wir haben ihm unser Vertrauen geschenkt, haben ihn einen ganzen Tag mit uns geschleppt, haben dadurch zumindest einen halben Tag verloren. Und jetzt, weil ihn dort im Hotel irgendjemand gelockt hat, verabschiedet sich einfach. Aber weil er ein falscher Deutscher ist, tut er dies nicht offen, sondern sucht sich den Vorwand mit dem Koffer. Reden Sie nur so weiter und erleichtern Sie mir das Weggehen. Sie haben nichts und das erniedrigt Sie, in meinen Augen nicht im geringsten. Aber Sie missgönnen mir meinen kleinen Besitz und suchen mich deshalb zu demütigen. Das kann ich nicht aushalten. Und nun, nachdem Sie meinen Koffer aufgebrochen haben, entschuldigen Sie sich mit keinem Wort, sondern beschimpfen mich noch und beschimpfen weiter mein Volk. Du, Robinson, wir beneiden ihn, meint er. Um seinen Besitz. Ein Tag Arbeit in Butterford. Von Kalifornien gar nicht zu reden. Und wir haben 10-mal mehr, als Sie uns gezeigt haben und als Sie in Ihrem Rockfutter noch versteckt haben mögen. Also nur immer Achtung aufs Maul. Wenn ich noch lange hier bliebe, könnte ich vielleicht noch weitere Überraschungen erleben. Sie scheinen Lust zu haben, mich durchzuprügeln. Alle Geduld hat ein Ende. Sie schweigen besser, Robinson. Im Innern geben Sie mir ja doch recht. Aber nach außen müssen Sie es mit Delamarche halten. Wollen Sie ihn vielleicht bestechen? Fällt mir nicht ein. Ich bin froh, dass ich fortgehe und ich will mit keinem von Ihnen mehr etwas zu tun haben. Die Frau Oberköchin lässt Ihnen sagen, dass sie den Strohkorb, den sie Ihnen geborgt hat, dringend braucht. Hier ist er. Dann lässt sie die Frau Oberköchin fragen, ob Sie es sich nicht überlegt haben und doch vielleicht im Hotel übernachten wollten. Auch die beiden anderen Herren wären willkommen, wenn Sie sie mitnehmen wollen. Die Nacht ist ja heute warm, aber hier auf der Lehne ist es nicht ungefährlich zu schlafen. Man findet öfters Schlangen. Da die Frau Oberköchin so freundlich ist, werde ich Ihre Einladung doch annehmen. Für diesen Fall habe ich den Auftrag, Sie ins Hotel zu führen und Ihr Gepäck zu tragen. Dann warten Sie bitte noch einen Augenblick. Ich kann die Fotografie nicht finden. Was für eine Fotografie? Die Fotografie meiner Eltern. Wir haben keine Fotografie gesehen. Es war keine Fotografie drin, Herr Rossmann. Aber das ist doch unmöglich. Sie lag oben auf. Und jetzt ist sie weg.
wenn Sie doch lieber den Spaß mit dem Koffer nicht gemacht hätten. Jeder Irrtum ist ausgeschlossen. In dem Koffer war keine Fotografie. Sie war mir wichtiger als alles, was ich sonst im Koffer habe. Sie ist nämlich unersetzlich. Ich bekomme keine zweite. Es war das einzige Bild, das ich von meinen Eltern besaß. Vielleicht könnten wir noch die Taschen der Herren untersuchen. Es hilft nicht. Sie haben wahrscheinlich die Fotografie zerrissen und die Stücke weggeworfen. Ich dachte, Sie wären meine Freunde, aber im Geheimen wollten Sie mir nur schaden. Hören Sie einmal, sollte doch einer von Ihnen die Fotografie noch haben und mir ins Hotel bringen wollen. Er bekommt den ganzen gefüllten Koffer und wird, ich schwöre es, nicht angezeigt.